Selamat Dalang. A very warm welcome to the German Film Museum and to the film parade Archipelago in Motion that we will show on the occasion of Indonesia being the guest of honor at the Frankfurt Book Fair. And we will show it until the end of the month here in our cinema. The book fair opened yesterday and it presented a very nice and very interesting pavilion, and we will have from now on the opportunity in the next days, especially now during the book fair, but also afterwards to have the opportunity to know, to learn more about Indonesian culture on the book fair in the whole city of Frankfurt and of course here in the Film Museum with the Indonesian films we will present here, and we will learn more about the richness and diversity of Indonesian culture. And not only about the films that we present here, but we will also learn about film making and the situation of film in Indonesia, because we will present to most of the films this week. We will have also lectures that will introduce us to the situation of film in Indonesia. And so I wanted to welcome our guests. First of all, I want to welcome the National Committee, Slamet Rajo, and of course our team that was helping to make this happen. So yes, nice to have you here this evening. And I will also want to introduce the two guests that will hold the lecture for tonight. Unfortunately, the director of the film, Hanung Bramantyo, he could not be tonight with us, but we have two other guests here who are also related to the film. The one is Fauzan Rizal, who is a cinematographer of the film. He's a photographer, also director. He has made a lot of short films and feature films. He's also teaching at Jakarta Art Institute, and he worked on this film together with Hanung Bramantyo. The other one is Fajar Nugros. He was a lawyer, but then he changed to become also a filmmaker, and he has also made some films, first independent films, also documentary films, and he was working together with Hanung as a producer, a line producer in this film. So I welcome you to talk about film education in Indonesia, and maybe also a little bit about the film, because I think the film Sang Pencerahi was a very big success in Indonesia, but I think also there was a lot of critique about the film, so maybe we will learn also a little bit about these topics. Okay, so please welcome. But first, yes, sorry, first Slamet, tell us some words. Thanks, Natasha. First of all, I need your permission. I want to speak in Bahasa Indonesia, and I'm really proud with my Bahasa. So, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas kedatangan. Saya atas nama National Committee untuk Frankfurt Book Fair. Memang di dalam hal ini saya merasa bahagia sekali, karena Natasha menjumpai saya ketika saya menghadiri Frankfurt Book Fair yang ke-14 2014. Diterjemahkan enggak? Jadi saya menjumpai dia tahun 2014. Zunächst einmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Also ich habe Natasha kennengelernt in Frankfurter Buchmesse 2014.
Saya merasa bahagia karena sebelum saya meminta untuk memutar film Indonesia di sini, ternyata Natasha lebih dulu meminta kepada saya. Jadi ini betul-betul rezeki nomplok bagi Indonesia. Ich freue mich, dass bevor ich meinen Wunsch äußere, indonesische Filme in Deutschland zu zeigen, hat Natasha mich damals zuerst gefragt, ob wir nicht indonesische Filme in Frankfurt zeigen könnten. Also ich freue mich, dass das Interesse so groß ist und dass wir dann am Ende die indonesischen Filme hier in Frankfurt zeigen können. Kalau ditanya, apa saja yang saya lakukan, ukuran saya untuk mendatangkan film kemari, sebetulnya sangat sederhana. Saya hanya melaporkan pada masyarakat Frankfurt bahwa inilah perjalanan film Indonesia. Wenn man mich fragt, wie ich die Filme auswähle, die ich mit nach Deutschland mitnehmen möchte, und es gibt da eine einfache Antwort. Ich möchte den Frankfurtern zeigen, das ist die Geschichte des indonesischen Films. Sejak Usmar Ismail kepada Eros Jarot, kepada generasi Hanung, lalu generasi terus-terus-terus sampai kepada the upcoming director yang membuat film pendek dan film animasi. Angefangen von dari mulai Eros Jarot, dari Usmar Ismail. Usmar Ismail, der alte Garde Indonesian Malam. Film, kommen zu Eros Jarot und die neueren Generation, Hanung Bramantio und die noch jüngeren Regisseure und Filmemacher, die dann die indonesischen Filme, die Entwicklung des Films in Indonesien mitbestimmt haben. Jadi kami datang kemari tidak untuk mengatakan siapa yang lebih baik dari yang satu dan yang lain. Wir kommen also hierhin nicht, um zu sagen, wer ist besser als der andere. Yang kami ingin sampaikan di sini adalah kami telah membuat film-film kami dengan kerja keras dan mencintai profesi kami. Was wir sagen wollen hier ist, dass wir bei in unseren Filmen bei dem Filmemachen haben wir hart gearbeitet und wir lieben unseren Job und unseren Beruf. Karena bagus dan jelek itu bukan bahasa saya. Gut und schlecht ist nicht meine Sprache. Bahasa saya adalah salah dan benar. Meine Sprache ist richtig oder falsch. Jika kebenaran kita belum diterima orang lain, und wenn unsere Wahrheit noch nicht von anderen akzeptiert worden bukan ist, bukan berarti kita kalah. Das bedeutet nicht, dass wir verloren haben. Tetapi kebenaran kita belum diterima orang lain. Aber das bedeutet, dass unsere Wahrheit noch nicht von den anderen akzeptiert wurde. So, saya tidak mau membandingkan film Jerman dan film Indonesia. Also, ich vergleiche nicht zwischen indonesischen Filmen und deutschen Filmen. Karena pada dasarnya, dari Herzog sampai Wim Wenders sampai Schulendorf, mereka juga bekerja keras dengan cinta. Weil im Grunde genommen von Herzog bis Schlöndorff, die arbeiten auch mit viel Liebe. So, kita memiliki sesuatu kesamaan yang sama. Und das ist die Ähnlichkeit zwischen uns. Love, Liebe, our inspiration. Ist unsere Inspiration. So, thank you, Germany. I hope you could enjoy our film. But I want to introduce Pak Pau, please stand up. This is one of our best cameramen. Before, he is my student. But today, I learn from him. Thank you very much. Wir werden also hier zwei Filmemacher hier vorne haben aus Indonesien. Die zählen zu den jüngeren Generationen in Indonesien, die alle möglichen Filme erstellt haben. Die möchten jetzt über das Filmemachen und vor allem, wie man diese Filme auch vermarkten. Denn das Filmemachen ist das eine, die Filme zu vermarkten ist das andere. Und beides muss schließlich gemacht werden. Zu meinem
rechten ist Herr Wausan Rizal und noch weiter rechts ist Mr. Fajar Nugros. Und die werden jetzt kurz erzählen, was sie machen. Zuerst mit Herr Fauzan Rizal. Bitte schön. Selamat malam dan terima kasih atas undangannya semuanya dan terima kasih atas kedatangannya di sini. Kita berdua sangat senang bisa akhirnya bisa membicarakan sang pencerah di luar negeri setelah di dalam negeri banyak terjadi drama. Guten Abend alle, wir freuen uns beide, dass wir hier sein können und über den Film Sang Pencerah sprechen können, endlich in Deutschland, nachdem es in Indonesien sehr, sehr viel Gespräch über diesen Film gibt. Sayang sekali Hanung Bramantyo sutradaranya tidak bisa datang karena harusnya dia yang akan harus bisa menyampaikan semua kontroversi yang terjadi dalam film itu. Sambil kita akan tetap berbicara dalam koridor sinematografi, kita tidak ngomong tentang politik ataupun apapun. Kita seperti Mas Ahmad bilang, kita buat film ini dengan cinta. Jadi kita nggak memikirkan apapun waktu bikin film itu. Sehr schade, dass der Regisseur, Herr Hanung Bramantyo, nicht hier sein können. Eigentlich musste er hier heute Abend sprechen. Wir werden sprechen über den Film Sang Pencerah, die eine kontroverse Debatte in Indonesien ausgelöst hat. Wir werden über das Filmemachen sprechen. Wir werden nicht über die Politik sprechen. Wir werden darüber sprechen, weil wir diesen Film auch, wie Herr Schlammert gesagt hat, mit Liebe gemacht haben. Dan di sini ada Fajar Nugros yang di film itu sebagai produser also. Dan Mas Slamet yang memainkannya. Und Fajar Nugros hat in diesem Film mitgearbeitet als Mitproduzenten und Herr Slamet Raharjo hat in diesem Film mitgespielt. Kalau kita kembali ke core diskusi malam ini, kita diskusi aja masalah lecturer. Heute Abend möchte ich mit Ihnen diskutieren, mit allen. Also es ist keine Vorlesung in dem Sinne. Kalau untuk bicara tentang edukasi film di Indonesia, di tahun 90-an itu mungkin cuma ada satu pilihan di Jakarta, itu adalah Institut Kesenian Jakarta. Kita tidak punya apa-apa lagi, kalau mau bikin film harus ke Institut Kesenian Jakarta. Itu pilihan utama di Jakarta waktu itu. Wenn wir über die Filmausbildung in Indonesien sprechen, gibt es in den 1970er Jahren in Jakarta, in Indonesien, eigentlich nur eine Option. Man muss im Institut Kesenian Jakarta lernen. Das ist das einzige Institut, wo man das Filmemachen lernen konnte. Kemudian kita harus berterima kasih dengan revolusi di dunia digital ketika semua orang bisa mengakses ke kamera. Setelah itu, di awal-awal tahun 2000, mulai banyak sekolah-sekolah film mulai banyak berada di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Bali, dan Medan. Und wir müssen dankbar sein für die Innovation im Bereich der Kommunikationstechnologie, dass es heute möglich ist, Filme selber zu machen, ohne vorher langjährige Ausbildung zu machen. Und heute kann man in vielen Städten in Indonesien das Filmemachen lernen, nicht nur in Jakarta, sondern in Yogyakarta, in Surabaya und in anderen Städten auch. Also es gibt jetzt viele Alternative für Leute, die das Filmemachen lernen wollen. Dan tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengendalikan semuanya untuk kualitasnya bagus terjaga secara sinematografi. Untuk itu kita berusaha bekerja sama dengan semua sekolah-sekolah itu untuk saling bekerja sama untuk membentuk sinematografi Indonesia. Die Herausforderung in dieser Situation ist, wie wir die Qualität des indonesischen Films sicherstellen von Filmkunstart. Und deshalb arbeiten wir zusammen mit allen diesen Schulen, allen diesen Ausbildungsplätzen, um die Qualität des Films in Indonesien sicherzustellen. Dan tantangan terbesar pasti karena kita negaranya kepulauan, jadi untuk menyamaratakan teknologi mungkin sudah mulai bisa karena kemajuan internet dan dengan mudahnya kamera-kamera digital itu diakses. Und
Indonesien ist ein Archipel, deshalb ist die Herausforderung, ist, gleiche Bedingungen zu schaffen für die Nutzung dieser Kommunikationstechnologie. Und ich denke, wir sind in der Zeit, wo wir doch gleiche Bedingungen auch in anderen Inseln herstellen können, über das Filme machen. Dan untungnya di Indonesia itu karena kita baru katakanlah bisa baru bangkit sinematografinya atau dunia filmnya, jadi kesempatan untuk anak-anak yang baru dari sekolah film untuk membuat film sangat terbuka lebar, tidak seperti di negara-negara lain. Jadi sebelum lulus sekolah film mereka bisa membuat film pendek ataupun bahkan film panjang. Die Filmemacher in Indonesien haben einen Vorteil, weil das Filmemachen in Indonesien selbst hat noch keine lange Geschichte. Wir sind gerade erst am Anfang. Das heißt, Leute, die sich dafür interessieren und die auch das machen können, die können schon während ihr Studium vielleicht schon einen Film drehen, die Erfolg haben können auf dem indonesischen Markt. Seperti Hanung Bramantyo, sutradara film ini dalam 9 tahun sudah membuat 21 film. Jadi Hanung Bramantyo zum Beispiel hat innerhalb 9 Jahren schon 21 Filme gedreht. Ya, artinya film panjang yang komersial ke sinema yang mungkin lumayan langka kalau kita bilang ke negara-negara lain bahwa sebelum lulus sekolah kita sudah ada punya 2 film yang di sinema. Also das ist vielleicht der Unterschied zwischen anderen Städten in Europa und in anderen Teilen der Welt, dass wir, bevor wir fertig studiert haben, können wir schon 2 Kinofilme machen. Mungkin ini yang membuat kita sebenarnya terus terpacu untuk belajar karena kita yakin kita masih muda, tapi dengan film yang begitu banyak, harusnya kita nggak langsung berpuas-puas diri. Und das ist vielleicht die Situation, die auch die jüngeren Generationen der Filmemacher Mut machen, weil sie viele Filme drehen können, aber auch sie müssen miteinander konkurrieren, aber auch sehen, dass sie gute Filme machen. Und sie haben dafür viel Zeit und viele Beispiele. Kita bisa tanyakan juga ke Fajar Nugros, berapa film yang dia sudah bikin dalam usianya yang semuda ini. Und vielleicht erfahren wir von Fajar Nugros, wie viel Filme er gemacht hat in seinen jüngeren Jahren. Silakan. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya. Saya Fajar. Sebenarnya saya sekarang sudah menjadi lebih memilih untuk menjadi sutradara daripada produser. Tapi itu sampai situ dulu ya. Guten Abend, mein Name ist Fajar. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Mittlerweile mache ich eigentlich eher lieber Regisseur als Produzent, was ich früher mache eigentlich. Okay, sebenarnya tadi kalau Pak Selamat bilang bahwa ini untuk mengenalkan Indonesia, mungkin tahun depan harus dibuat diundang lagi satu film, satunya lagi, karena selain Ahmad Dahlan itu ada Sang Kiai yang ikut membangun Indonesia, Pak, karya sutradara Raku Prijanto. Jadi pada tahun 1900 awal Kiai Haji siapa ya? Oh ya, ada anak muda itu Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat bersama ke Mekah berguru kepada satu orang, naik kapal bersama, namun pulang ke Indonesia kemudian mendirikan Muhammadiyah dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Dieser Film Sang Pencerah erzählt über eine Figur, eine reale Figur in der indonesischen Geschichte, die nach in Mittleren Osten gefahren ist und gelernt hat, den Islam gelernt hat, nach Indonesien zurückkehrt und eine jetzt sehr große, sehr starke islamische Organisation gegründet hat, nämlich die Muhammadiyah. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Es gibt eigentlich 2 junge Männer, die damals studiert haben. Einer ist der Sang Pencerah in diesem Film, der andere ist eine andere Figur, die dann später die größte muslimische Organisation in Indonesien
gegründet hat, nämlich die Nahdlatul Ulama. Und Nahdlatul Ulama und Muhammadiyah sind die zwei größten muslimischen Organisationen in Indonesien. Also ich hoffe, dass der Film über die andere Figur vielleicht nächstes Jahr in Deutschland gezeigt werden kann. Okay, dann Sang Pencerah, film ini adalah untuk memperingati 100 tahun berdirinya Muhammadiyah waktu dirilis. Kemudian Muhammadiyah itu memberikan sebuah pembaharu bagi Islam, mungkin kalau di Kristen seperti Protestan ya. Jadi dia memberikan pembaharu, sedangkan kebaruan di Jawa, dan waktu itu kiai yang tidak menyukai kebaruan di Islam itu diperankan oleh Pak Slamet Harja. Sang Pencerah wurde produziert die 100-jährige Entstehung von Muhammadiyah zu erinnern. Gedenken ist der Film entstanden. Muhammadiyah ist damals eine Reformbewegung in Islam, die den Islam erneuern wollen. Und es ist natürlich nicht einfach, weil damals es gab auch viele Kiais, die dagegen waren, viele Religionslehrer, die gegen diese Reformbewegung ist. Und eine dieser Figur, ein Kiai, der gegen die Reformbewegung von Ahmad Dahlan, wurde in diesem Film gespielt von Herr Slamet Raharjo. Dan sutradara Hanung Bramantyo itu lahir sekitar 100 meter dari tempat tinggal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi dia memang dari kecil sangat Muhammadiyah. Makanya itu dia membuat film Sang Pencerah. Dan sebenarnya hal yang paling menyedihkan buat saya waktu menjadi produser film ini adalah film tentang pendiri organisasi terbesar kedua, mungkin di, kalau seorang Muhammadiyah saya akan bilang dia organisasi terbesar pertama di Indonesia, tapi dibiayai oleh bukan orang Islam. Produsernya bukan Islam, is the India producer, yang Hindu producer, yang saya harus menegosiasikan tentang dana produksi. Dan suatu ini salah satu contohnya adalah ketika oke, sampai situ dulu ya. Hanung Bramantyo, der Regisseur dieser Film, wohnt vielleicht 100 Meter davon entfernt, wo die Figur dieses Films gelebt hat, Haji Ahmad Dahlan. Der hat diesen Film gemacht, also es ist sehr, sehr nah an seinem eigenen Leben, und hat er das gemacht. Der wollte die Geschichte machen über die Muhammadiyah und der Gründer von Muhammadiyah. Was ich sagen kann, aber dieser Film wurde produziert, wurde finanziert, nicht von einer islamischen Organisation. Es war ein indischer Geschäftsmann, der diesen Film produziert hat, was ich ein bisschen schade finde. Ja, jadi buat saya waktu itu sangat sedikit susah untuk menjelaskan, karena misalnya ketika kita ingin membuat Ka'bah yang di Mekah itu, kemudian produser bertanya, apa itu Ka'bah Fajar? Kenapa biayanya bisa sampai 200 juta untuk membuat set itu di Indonesia? Jadi saya harus ke empat produser mempresentasikan foto-foto Ka'bah, dan akhirnya budgetnya hanya disetujui separuh oleh Bu Rake Punjabi. Dan Mas Hanung memang sutradara yang sangat bisa bekerja sama ya dengan produser, jadi dia bisa menerima budget itu dan mengakalinya dengan membuat Ka'bah hanya separuh dalam film, sisanya green screen. Mungkin Om Pau masih ingat. Jadi itu kita seperti itu. Tapi buat saya itu adalah di negeri muslim dengan organisasi terbesar, membuat film tentang pendirinya saja harus dibiayai oleh orang non muslim yang mungkin dia rela membiayai film itu hanya karena kepentingan komersil, karena akan ditonton oleh orang-orang Islam. Berapa untungnya kalau ditonton oleh orang-orang Islam? Jadi it's not, buat produsernya hanya berpikir itu, tapi buat saya dan Mas Hanung waktu itu kita ingin membuat sebuah film yang mungkin menceritakan apa ya, bapak pendiri Muhammadiyah, salah satu pendiri bangsa, pahlawan nasional. Nun ich und Hanung Bramantyo möchte damals einen Film machen über eine Figur, eine Nationalheld in Indonesien, der Gründer einer der größten muslimischen Organisationen in Indonesien. Und
unsere Schwierigkeiten, weil der Finanzier, der Produzent, ist nicht ein Muslim. Wir müssen also viel erklären, was wir brauchen und wie viel es kostet. Und als wir zum Beispiel den Kaaba nachbilden wollen, wie es in Saudi-Arabien ist, sagen wir, das kostet 200 Millionen Rupie, und der ist nicht einverstanden. Er sagt, warum kostet es so teuer? Und er wollte nur die Hälfte geben. Und trotzdem müssen wir das realisieren. Wir haben einen Trick gemacht, dass wir nur die Hälfte des Kaaba, nur die vordere Hälfte gemacht haben und die hintere Hälfte sozusagen digital nachbessern. Aber das finde ich schade, weil dass die muslimischen Organisationen das nicht finanzieren können, weil wir haben schon einen ideellen Wert gesehen, dass wir wirklich eine Figur beschreiben wollen mit diesem Film. Aber leider haben wir nur einen nicht muslimischen Finanzier gefunden. Oke, okay, dan mungkin pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan kepada Pak Slamet, mungkin kalau bisa lebih film Indonesia yang berikutnya tentang tokoh-tokoh nasional kita, mungkin apa namanya, bisa di mungkin dibantu oleh negara untuk promo atau untuk biaya produksinya. Was ich Herrn Slamet vielleicht sagen möchte an diese Angelegenheit, vielleicht sollte die indonesische Regierung ein bisschen helfen bei den Filmen, die die Geschichte beschreiben, geschichtliche Filme über wichtige Figuren in indonesischer Geschichte, dass der Staat auch mitbeteiligt ist bei der Produktion oder einen Teil des Mittels zur Verfügung stellt, damit solche Filme produziert werden können. Das wäre unser Anliegen hier. Film ini dibiayai 10 miliar oleh Multivision, kemudian menghabiskan satu-satunya film terakhir mungkin yang memakai celluloid, menghabiskan 225 can, saya masih ingat itu, dan ironisnya ketika sutradara, mungkin produsernya membiayai film ini karena nama besar Hanung Bramantyo, he believe the director, dan ketika preview presentasi filmnya yang pertama kali, produsernya bertanya, kamu bikin film apa ini Hanung? This is Sang Pencerah, bukannya Buddha. Buddha title, judul film Buddha, is not, kok gak berbau-bau Islam, dia bilang gitu. Nun, das Budget des Films ist ungefähr 10 Milliarden Rupiah. Nun gut, der Produzent denkt natürlich, dass Hanung Bramantyo damals schon einen großen Namen hat in Indonesien, dass der Film dadurch besser verkaufen lässt oder Gewinn einbringt. Und als der dann angefangen hat, diesen Film zu sehen, mit diesem Titel Sang Pencerah, also der Aufklärer, hat er den Regisseur gefragt, ja, was hast du für einen Film gemacht? Ich dachte, das ist ein islamischer Film. Und der Aufklärer, das hört sich wie ein buddhistischer Film ab, irgendwie. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terus, sempat menjadi kontroversi karena kemudian pemeran Sang Pencerah ternyata berpindah dari agama Islam, tapi kemudian Ketua Muhammadiyah, Pak Din Samsudin waktu itu bisa menerima dengan bijak bahwa ini hanya sebuah film gitu. Yang sesuatu hal yang mungkin di era sekarang jarang sekali diterima oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Jadi mungkin Pak Din waktu itu memberikan contoh bahwa dia juga pemimpin organisasi yang moderat. Nun, der Film hat eine Kontroverse ausgelöst aus dem Grunde, weil der Schauspieler, der diese islamische Figur dargestellt hat, am Ende die Religion gewechselt hat, vom Islam Richtung andere Religionen konvertiert hat. Und es gefällt natürlich vielen Leuten nicht in Indonesien, gerade weil er im Film eine ganz andere Figur verkörpert. Aber der Vorsitzende von Muhammadiyah, Herr Din Samsudin, hat am Ende das akzeptiert und hat gesagt, okay, das ist normal, das kann passieren, wir können das akzeptieren.
Und sie schon eine großzügige Geste von ihm. Oke, itu terakhir saya hanya bisa menyampaikan film ini tentang pendiri salah satu organisasi besar Indonesia yang mungkin membawa kebaruan, yang mungkin membawa membantu pemerintah Indonesia memberikan mendirikan sekolah-sekolah dan pendidikan bangsa dan rumah sakit. Kemudian salah satu pencapaian seluloid film terbaik sinematografi dengan seluloid terbaik dari Fauzan Rizal dan juga penampilan terbaik Pak Slamet Raharjo secara antagonis. Jadi kita harus saksikan. Terakhir salam dari sutradara Hanung Bramantyo yang berhalangan hadir. Nun, das letzte was ich sagen möchte ist, this is ein Film über eine geschichtliche Person in Indonesien, der sehr viel gemacht hat in Sachen Bildung, wo später viele Schulen gebaut werden von seiner Organisation, auch Krankenhäuser. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Film etwas in Sachen Bewusstsein, Gesichtsbewusstsein in Indonesien haben können. Und ich möchte an dieser Stelle einen schönen Gruß von Herrn Regisseur Hanung Bramantyo weitergeben an euch allen. Und Sie können jetzt den Film genießen. Noch ein Wort von Yang menarik bagi saya sebagai sinematografer di film Sang Pencerah ini tentu karena kita tidak punya referensi visual apapun di perpustakaan kita, nggak ada bahkan fotonya Ahmad Dahlan itu juga nggak ada, kita berreferensi kita pada lukisan-lukisan, akhirnya kita memutuskan untuk visual referensinya gitu, kita ngambil pelukis Indonesia Raden Saleh, yang sebenarnya kita tahu juga Raden Saleh itu sangat terpengaruh dengan Delacroix, jadi secara tidak langsung kita mengikuti, ini satu-satunya istilahnya film Indonesia yang bagi saya itu ngambil referensinya dari Raden Saleh, dari pelukis Indonesia, karena biasanya kita selalu mengambil dari Rembrandt, selalu mengambil dari semua pelukis-pelukis Belanda. Was für mich interessant war an diesem Film ist eigentlich, als wir diesen Film machen wollten, wir haben überhaupt keine Referenz über Ahmad Dahlan, wie er aussah. Es gab keine Fotos von ihm, es gab nur Gemälde von ihm. Und deshalb, das ist das einzige Material, worauf wir stützen können. Und wir haben deshalb ein Bild von einem indonesischen Maler, sehr bekannt zu seiner Zeit, nämlich Raden Saleh. Der hat ein Bild von Ahmad Dahlan gemacht und das ist unsere Referenz. Und also wir haben einen indonesischen Maler als Referenz, obwohl er auch von westlichen Malern beeinflusst war. Das ist das Neue. Normalerweise haben wir westliche Maler zur Referenz genommen, wie Rembrandt und so weiter. Aber diesmal ist Raden Saleh unsere Referenz für diesen Film. Dan karena ini film terakhir kita dengan celluloid, jadi sangat susah untuk menemukan film real-realnya itu. Akhirnya banyak dari real itu expired. Tapi kita harus harus syuting dengan referensinya Raden Saleh dengan film-film yang expired. Jadi itu mungkin tantangan terbesar untuk sinematografinya. Und filmtechnisch gesehen, das ist der letzte Film, die wir noch analog produzieren auf Celluloid. Und weil nicht so viele Celluloid mehr gab, haben wir Schwierigkeiten überhaupt, die Rolle zu finden. Und manche Rolle sind schon veraltet und können nicht mehr benutzt werden. Und das war filmtechnisch die größte Herausforderung in diesem Film. Es ist mein letzter Film auf Celluloid. Dan untuk itu kita sangat bangga sekali film itu bisa di sini dan semoga bisa dinikmati semua yang ada di sini. Und wir sind natürlich sehr stolz, dass die Film jetzt hier in Frankfurt gezeigt werden können und ich hoffe, Sie haben ein großes Vergnügen mit dem Film. Danke. Dankeschön.